Ihr Lieben, die ihr zugeschaltet habt, herzlich willkommen zu einem neuen Mitwort heute an diesem 29. September. Wir haben heute einen Feiertag in unserer Kirche. Ich vermute, viele wissen nicht mehr darum. Heute ist Michaelis und er gilt als ein sogenannter kleiner Feiertag, sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche. Er ist also deutlich unwichtiger als etwa Ostern, Karfreitag, Weihnachten und Pfingsten. In unserer Kirche heißt der 29. September der Tag des Erzengel Michael und aller Engel. Das bezieht schon mal die ganze weite Engelschar mit ein. In früheren Zeiten war dieser Tag für viele Menschen ein bedeutender Tag. Miet-, Pacht- und Zinsverträge wurden abgeschlossen ab Michaelis. Knechte und Mägde wurden in Dienst genommen, entweder zu Maria Lichtmess, das ist der 2. Februar, oder eben zu Michaelis. Da bekamen sie oft auch ihr Gehalt und als Zugabe vielleicht ein neues Kleid. Michaelis war früher auch ein Stichtag für Schüler und Studenten. Es gab Halbjahreszeugnisse und das neue Semester begann. Als ich 1981 ins Vikariat ging, stand in meiner Dienstbeschreibung noch, dass ich zu Michaelis einen Bericht abzugeben hätte. Ich musste damals erstmal nachgucken, wann das überhaupt ist. Und es wurde dann, meine ich, auch noch in meiner Vikariatszeit geändert. Aber immerhin, so lange spielte Michaelis noch eine Rolle. Ich habe gelesen, dass der Erzengel Michael der Schutzpatron des Deutschen Reiches war. Darum heißt in Deutschland so viele Kirchen auch Michaeliskirche. Von dieser Funktion des Erzengels Michael als Schutzengel der Deutschen leitet sich übrigens auch der Begriff deutscher Michel ab. Und es gibt ganz viele Wetterregeln, also Bauernregeln, die mit Michaelis zu tun haben. Eine habe ich behalten. Bringt St. Michael dir Regen, kannst du gleich den Pelz anlegen. Also, wie ist das Wetter heute? Müssen wir uns für einen starken Winter rüsten? Der 29. September ist also traditionell der Tag des Erzengels Michael. Es finden sich Geschichten über ihn in der Bibel, etwa im Buch der Offenbarung, Kapitel 12. Michael gilt als der Besieger des Teufels. Wenn man ihn in alten Darstellungen irgendwo findet, hat er in der Regel mächtige Flügel, er trägt eine Ritterrüstung und meistens hat er einen riesigen Speer in der Hand, mit dem er gerade einen furchtbaren Drachen erlegt. Der Drachen ist dann das Symbol für das Böse, für den Teufel. Gruselig, oder? Andere Erzengel, an die wir auch heute denken, sind uns da schon etwas lieber, etwa der Erzengel Raphael, der Reisenden den Weg zeigt, oder eben der berühmte Erzengel Gabriel, der unter anderem Maria und Josef die Nachricht von der Geburt Jesu überbringt. Aber wie ist das nun mit den Engeln? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Es gibt ein Lied von Sigrid Fietz, das heißt, manchmal braucht man einen Engel. Was meint das? Ich glaube nicht, dass wir damit nur die Weihnachtsengel meinen, also die, mit denen wir unsere Stube im Advent schmücken, die Engel aus Holz und Porzellan, allesamt mit dicken Pausbacken und die aussehen wie Babys, nur eben mit Flügeln. Manchmal braucht man einen Engel. Manchmal sehnen wir uns, glaube ich, alle auch mal nach so einem Engel wie dem Michael. Einer, der es wagt, sich mit dem Teufel anzulegen. Schön wäre das schon, wenn jemand käme, der das Böse bezwingt, all den Streit, den Hass, die Kriege, all die rücksichtslosen Wirtschaftsbosse und die Diktatoren. Da wäre ein Teufelsbezwinger wirklich nicht schlecht. Und es gibt so viele Drachen, auch in unserem eigenen kleinen Leben, nicht wahr? Die Einsamkeit, Krankheit, Depressionen, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Hilflosigkeit, Angst vor Corona, vor neuen Auswirkungen dieser Pandemie. Manchmal braucht man einen Engel. Das wäre schon toll, wenn einer käme und all diese Drachen besiegt. Manchmal brauchst du einen Engel. Wäre es nicht beruhigend zu wissen, wenn da wirklich so ein starker Helfer bei uns wäre,
der diese Drachen vertreiben kann, uns zur Seite steht, damit wir überleben, eine Zukunft haben, eine Hoffnung? Einen starken Engel wünsche ich mir manchmal. Allerdings so einen mit Flügeln, mit einem Speer, habe ich noch nie gesehen oder erlebt. Und wenn man genau nachschaut in der Bibel, dann sind die Engel eigentlich auch eher selten solche riesigen Kämpfer. Viel eher sind sie doch Boten Gottes. Sie teilen etwas mit von der Güte Gottes. Sie sind die Anwesenheit, die Hilfe Gottes in Person. Und das haben vielleicht doch schon manche von uns erlebt, oder? Ich kann es jedenfalls von mir sagen, ja. Immer wieder begegne ich Menschen, die für mich Botschafter, Botinnen Gottes sind. Menschen, die mich erinnern daran, dass ich wertvoll bin und einzigartig. Menschen, die mir helfen, wenn ich nicht klar sehe. Menschen, die mir vergeben, wenn ich was falsch gemacht habe. Menschen, die mir helfen, neu anzufangen. Menschen, die mich daran erinnern, was gut und richtig ist für mein Leben. Menschen, die mich glauben und mich unterstützen. So viele Engel. Manchmal brauchst du einen Engel. Es gibt einen Bibelvers, der in der Losung für heute, dem Michaelistag, zugeordnet ist. Dieser Vers steht im Psalm 34, Vers 8. Er heißt: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Ich sag's nochmal: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Dieser 34. Psalm ist ein Loblied auf unseren Gott, der uns beisteht, der uns in allem beschützt, bei allem, was uns widerfährt, beschützt und auf uns aufpasst. Dieser Satz gibt mir darum nur Trost. Gottes Engel, er ist auch da in der Not und gerade dann, wenn wir ihn brauchen. Ich habe ja nun schon einiges über die Engel gesagt. Ich denke, Gott hat viele Engel. Manchmal sind sie vielleicht wirklich so wie die Engel in der Bibel. Kaum zu greifen, kaum zu fassen. Sie kommen, bringen ihre Botschaft, erfüllen ihren göttlichen Auftrag und verschwinden wieder. Aber es gibt eben beileibe nicht nur diese unsichtbaren Helfer Gottes im Himmel, sondern Engel können wir doch auch füreinander sein. Die Engel brauchen keine Flügel und sie sehen aus wie du und ich. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Mir gefällt in diesem Vers das Wort lagern. Gottes Boten lagern um uns herum, wenn wir das brauchen. Und das ist ja eigentlich immer. Martin Luther hat ja manches in der Kirche reformiert, hat auch manchen Aberglauben ausgetrieben, aber in seinem Morgensegen hat er noch immer jeden Tag gebetet: Dein heiliger Engel sei mit mir. Das können wir auch tun. Gott darum bitten, dass er seine Engel mitschickt, dass er selber immer bei uns ist, um uns lagert, sodass wir ganz behütet sind. Heute und morgen werden wir eine weitere Einheit des Kurses Stufen des Lebens haben. Da geht es gerade um Elia. Es gibt eine Geschichte, da liegt Elia vollkommen ausgepumpt und lebensmüde irgendwo in der Wüste. Und er wollte nur noch tot sein. Und dann wird erzählt, Gott schickt ihm einen Engel. Und der Engel, der hat Brot und Wasser dabei. Und er sagt: Steh auf und iss, du hast noch einen weiten Weg vor dir. So ist das bei Gott. Er lagert sich um uns her. Er schickt uns Engel, die uns stärken, damit wir aus unserer Krise herausfinden und weitergehen können. Diese Einheit heute werden wir übrigens beenden mit dem wunderbaren Chorsatz aus dem Elias von Mendelssohn Bartholdy. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht in einen Stein stoßest. Unser Vers für heute und für die kommende Woche heißt also: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Er hilft ihnen heraus. Das ist uns also versprochen. Und ich weiß, dass ihr jetzt denkt, dass ihr das oft schon anders erlebt habt. Aber so steht es hier. Hilfe naht. Denken wir doch nochmal an den Engel in der Weihnachtsgeschichte. Auf dem Hirtenfeld hat er gerufen, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Euch ist heute der Retter geboren, hat er gesagt. Jesus kommt in die Welt, um uns zu retten. Was immer das für jeden Einzelnen bedeutet, Liebe, Versöhnung, Vergebung vielleicht, ein Sinn für das Leben. Und dann in der Ostergeschichte, da sagt der Engel zu den Frauen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Der Tod hat nicht die letzte Macht. Der Drachen, der Böse, der Teufel, er ist besiegt. Diese Botschaft mussten Engel überbringen, sonst hätte das keiner geglaubt. Der Psalmbeter vom 34. Psalm, der konnte das so noch nicht wissen. Wir aber schon. Er hilft ihnen heraus, sagt er. Ja, das ist Gottes Plan. Immer gewesen und bis heute und bis in Ewigkeit. Darauf können wir uns doch verlassen. Gott sendet seine Engel. Sie lagern um uns herum und sie helfen uns heraus. Ganz selten sind es die Engel, die in der Bibel beschrieben werden. Aber Boten Gottes gibt es bei uns reichlich. Vielleicht guckt ihr heute und in den nächsten Tagen nochmal nach solchen Engeln. Gott ist mitten unter uns. Sein Geist begleitet uns. Er macht uns zu seinen Boten und er ist selbst ganz nah bei uns. Und so tröstet er uns, auch in dieser Zeit. Lasst uns darauf vertrauen und dafür Gott danken. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Und nun seid Gott befohlen und auf Wiedersehen.